Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ich repariere. Nein, ich brauche Stein. Mit uns spielt die Mathilde. Genau, wir brauchen immer noch Rinde, scheiß verkackte Rinde. 8 Stück fehlen uns noch. Und was machst du gerade? Du machst die Treppe? Ja, ich kümmere mich hier weiter um, genau. Treppe und so. Also 30 Rinde sind in der Truhe, aber die meintest du bestimmt. Ja, die habe ich schon hinterlegt. 8 fehlen mir noch. Nein! Entschuldigt bitte, aber ich bin irgendwie noch, was das Drehen von Objekten beim Platzieren angeht, bin ich irgendwie immer noch in Gedanken bei 7 Days. Und da ist das mit Linksklick. So. Die Bäume sind gut für Rinde. Da ist noch einer. Scheiße, schon wieder kaputt. Nur am Reparieren hier. Oh, 21 Eisen. Bevor wir zurücklaufen, hacken wir noch ein bisschen Holz. Was brauche ich denn? Ich brauche Holz und Steine. Ich kümmere mich weiter so ein bisschen um den Ausbau unseres Hauses. Achso, ich bin gar nicht dran. Ich stehe so einen Meter weit weg, hacke, hacke, hacke und wundere mich, dass ich kein Holz hacke. Ja, und mir fällt gerade ein, dass ich zu wenig Pfeile habe. Deine Kehle ist völlig ausgedörrt. Oder sollte ich mal was trinken? Jo. Und ich nehme mir ein leckeres, leckeres Steak. Die Gerberei packe ich aber vor die Tür, oder? Stinkt hier immer so ein bisschen. Ja, wollte ich gerade sagen, Gerberei stinkt. Trotz allem werde ich mal versuchen, mich so ein bisschen weiter zu entfernen, um so ein bisschen zu gucken, wo was für Ressourcen sind, ne? Ah, da brauche ich auch noch Rinde. Ja, was brauchst du noch? Nee, ich sehe gerade, du kannst hier aus Rinde und Fell, kannst du gegerbtes Fell machen, quasi.
Ich habe ja echt schon gerade gekotzt mit der, mit, ja, um Rinde zu finden quasi. Hm. So, dann hatten wir noch den... Ich guck gerade nur, was ich so mit den, ja, jeweiligen Sachen dann bauen kann. Oh, ja, gibt's also ganz viel mittlerweile. Eieieiei. Also was mich aufgeregt hat, dass eigentlich kann ich ja so eine Schellenfackel machen. Aber irgendwie, und das, dafür brauche ich hier die Werkbank eines Handwerkers und hast du ja auch gebaut. Aber irgendwie... Okay, man kann aus den verschiedenen... Gott, es gibt Katzen. Oh, da ist ein Eisenstein. Ich sehe einen Eisenstein. Gut, ich brauche ganz viel Tierhaut. So. Achso, du hast schon im Werkbank eines Zimmermanns schon was gebaut, ne? Nein, ich wollte. Ah, dann kann ich das wohl bauen. Aber da fehlen mir die 50 Eisenbarren. Die 50 Eisenbarren mache ich bereite ich gerade erstmal vor für hier unsere Sklaven. Die sind schon reserviert. Nee, ich habe nur gesagt, dass da was gebraucht wird. Mehr habe ich ja nicht gesagt. Ja. Aber ich hätte gedacht, ich muss da in diesem Zimmermannsding da irgendwie besseres Holz herstellen. Irre ich mich jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ah, ich habe nicht auf alle geformtes Holz. Okay, da brauche ich 10 Holz für. Dann machen wir doch erstmal einen Haufen. Und ich laufe hier den Strand lang. Einfach so den Strand lang. Muss ich da stehen bleiben oder macht das automatisch? Ja. Das macht er automatisch. Ich möchte Eisensteine. Wo sind die Eisensteine? Hier befinden sich Eier. Aber ich keine viele Eisensteine. Käfer. Ganz viele Käfer gegessen. Yam, 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 Käfer sind lecker. Oh, hier ist eine Höhle. Oh, ein Geist. Hallo? Ein Geist? Da gehe ich nicht rein. Oh, ich habe Gallamans Grab entdeckt, da gehe ich nicht rein. Zumindest nicht alleine. Ich Hast bin ja nicht auch wahnsinnig. Auf der Karte markiert? Oder Mathilde? Nee, wird nicht markiert. Schade. Bin ich denn überhaupt? Ich sehe mich selber gar nicht auf Karte. Klar, du hast einen Punkt, Mathilde. Du hast die Höhle entdeckt. Oh, nee, du siehst dich selber nicht. Hm. Nee, ich sehe mich selber nicht. Ich sehe mich nur als Spieler, okay. Also ich sehe mich selber nicht, das ist ganz toll. Sonst hätte ich den Punkt jetzt markiert, aber... Du hast ihn ja markiert, bei dir habe ich ja gerade gesehen, wurde ja was gezeigt. Hm. Bei mir steht nur Mathilde, aber ich habe das nicht entdeckt, darum habe ich Pech. So, was wollte ich nochmal machen? Rinde, 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 Rinde. Brauchen wir für Fell. Ich bringe auch ein bisschen Rinde mit. Ich habe jetzt extra die ganze Zeit schon, wenn ich Bäume gehackt habe, das mit der Spitzhacke gemacht. Oh Gott, Spinne! 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 Ah! Ah, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich werde von der Spinne angegriffen.
Ja, ich glaube, da in diesen Gebieten braucht man schon ein bisschen bessere Ausrüstung. Stirb, du Spinne! Ist da ein Stein im Weg? Oh, du Spinne! Stirb! Nee, ich habe... Aua! Aua! Aua, das Problem, das ich habe, die Spinne ist gar nicht so stark. Die kriege ich hin. Stirb, du Spinne! Oh, Spinne ist tot. Ich habe Chitin und Wundsekret bekommen. So, und hier war irgendein cooler Stein, den ich mir anschauen wollte. Der war dunkler. Wo war der? Ah, dunkler Stein ist bestimmt Kohle. Ja, oder Obsidian. Aber ich finde ihn jetzt nicht mehr und ich werde von diesen Höhlenmenschen da angegriffen. Ah. Jetzt brauche ich eine Fackel, weil ich sehe nichts mehr. Wo ist meine Fackel? Oh, lass mich doch in Ruhe. Ich gehe doch schon. Ich gehe doch schon. Hilfe, Heinrich, wo bist du? Wo bin ich? Was bin ich? Ja, ich bin bei unserer Basis. Ah! Nimm das Schwert in die Hand. Toll, jetzt hat mich diese scheiß Hyäne verkrüppelt. Oh. Na, entkommen? Ja. Ich will nach Hause. Ich hab Aua. Ich hab Aua. Wo ist Heinrich? Ich habe kaum Eisen gefunden. Das ist doof. Ich will Eisen. Ich will Sklaven. Ja, es geht nicht alles auf einmal. Und ich will nicht noch so eine gemeine Hyäne in den Wanzerrachen laufen. Hyänen sind gemein. Was, wer will mich schon wieder angreifen? Ah, schon wieder eine Hyäne. Oh, ich bin doch schon verkrüppelt. Ah, hier geht's schnell runter. Ah. Hm. Hör auf zu lachen, doofe Hyäne. Es fehlt mir Stein zum Reparieren. Ich glaube, ich laufe an den Strand. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ups. Oh, oh, hier ist, glaube ich, unser Teich. Heinrich! Deine Mathilde kommt nach Hause. Hurra! Sie glaubt es zumindest. Oh ja, das ist unser Strand. Vielleicht sollte man zusammen nächstes Mal auskundschaften. Ja. Ich hab ganz großes Auerweh. Nimmst du mich in den Arm, Heinrich? Nein. Oh.
Oh, du hast deinen Brunnen gebaut. Was habe ich gebaut? Es sah gerade so aus, als ob da ein Brunnen stehen würde. Ich habe dir auf jeden Fall ein bisschen Rinde mitgebracht. Oh, das kann ich gebrauchen. Würd dir das in die Kiste packen? So, bitte. Einmal Rinde. Vielen Dank, weil dann kann ich dieses ganze Fell, was wir da haben, erstmal gerben. Und daraus vielleicht sogar Rüstung machen. Mhm. Leder, Leder. Ah, das dauert. Dürfen wir nur nicht vergessen auszuschalten. Sonst läuft das nämlich alles. Das fällt mir nämlich gerade hier ein. Nee, tatsächlich, wenn da nichts mehr ist, was verarbeitet werden kann, stellt sich das alles selber aus. Ah, das ist clever. Brauchst du noch ein paar Wände? Wenn du hast, aber Decken, also so Decken wären auch nicht schlecht. Sandsteindecken? Mhm. Baue ich gerade. Cool. Soll ich dann eine Treppe dann bauen da, oder? Wie, ich habe doch hier eine Treppe nach oben. Nee, ob ich die dann direkt dran bauen soll. Ach so, ja, das kannst du tun. Vielleicht sind wir dann ein bisschen mehr von dem verfickten Sand geschützt. Ja. Du doofes Krokodil. Hm, keine Pfeile, ich bin. Wo willst du das tun? Oh, da. Oh, ich habe einen Krokodilkopf bekommen. Och, leckt mich doch am Arsch, der scheiß Krokodile. Waren ja früher auch schon so viele Krokodile? Gleich zwei Stück. Oh. Oh, der kommt ja. Ah, nicht runter. Yeah, Krokodil ist tot. Oh, das ist ein Eisenstein. Wo ist ein Eisenstein? Hier, wo ich gerade bin. Warum bin ich denn voll?
Ich weiß nicht. Ach, ich hab noch scheiße viel Holz. Kann man sich merken, dass hier ein Eisenstein ist. Na, taucht bestimmt alle 10 Minuten wieder auf. So, du brauchst ja auch Rinde, ne? Ja. Sind zwei Viecher, die gerade einen Typen erlegen? Hä? Ja, die kämpfen auch gegenseitig, glaube ich. Nee, nee, da steht ein Mensch und die kloppen auf den einen. Einfach so. Hm. Und der wehrt sich nicht, der steht da einfach nur. Oh, hat er keinen Bock. Ist wohl ein Pazifist. Vielleicht ist das einer, der eine Quest für uns hat und nicht verletzt werden kann. Ah, die Viecher drehen voll ab. Oh, jetzt fährt er sich. Hm. Er kommt jetzt auf mich zu. Ah! Dein Quieken entnehme ich, dass er wohl doch nicht so nett ist. Nein. Bleibst du mal stehen? Das ist Ike, der Mörder. Aber er kann nicht klettern. Der hat einen Pfeil im Kopf. Ich habe noch 5 Pfeile. Mist. 2. So, der letzte Fall wird dich töten. Nein! Jetzt muss ich den mit dem Schwert erlegen. Ich habe ihn getötet. Was hat er denn so? Oh! Der hat einen makellosen mittelschweren Harnisch und einen makellosen leichten Brustpanzer. Cool. Ach, fuck. Für die ersten Rüstung brauche ich kein Leder. Das kommt erst später wahrscheinlich. Naja, dann muss ich jetzt Tiere töten. Ich habe auf jeden Fall einen Brustharnisch für dich. So, wo sind die Viecher, die Arik getötet hat? Wo? Die zerlege ich jetzt nämlich gleich mal. Dann komme ich mal zu dir. Und hier sind noch ein paar Eier. Die nehme ich auch gleich mit. Wenn er schon so nett war, das für uns zu töten. Wo bist du? Westlich von unserer Basis. Ah, ich glaube, ich sehe dich. Ah ja, hi. Guck mal, sehe ich nicht schick aus? Ja. Da. Ja. Cool. Sieht schon besser aus. Ich
bin zwar jetzt irgendwie nackiger, aber hab mehr Rüstung. Ich bin jetzt auch nackiger. So, dann machen wir mal ein bisschen mehr. Ach, wohl ein paar Tiere wollte ich ja jagen. Ich habe auf jeden Fall schmackhaftes Fleisch gerade bekommen. Weil der so nett war, ein paar Viecher zu töten. Aber ich muss jetzt Pfeile bauen. Uiuiui. Uiuiui. Ah, wie konnte ich mich so schnell machen? Das Ausweichen muss ich nochmal üben. Ja, ich auch. Scheiße, ich hab keinen. Von wem kriege ich denn gut Fell? Also ich habe auf jeden Fall wieder ein paar Felle bei mir. 9 Stück immerhin. Vielleicht diese Gnus töten, von denen du erzählt hast. Ja, das könnte klappen. Dann würde ich sagen, ich hack jetzt noch ein bisschen Stein bis zum Ende der Folge und dann würde ich sagen, mach mal nächste Runde vielleicht eine Tierjagd. Ja. Damit die mal an Fell kommen und vielleicht noch ein bisschen bessere Rüstung kriegen. Genau, oben ist dann Wohnstadt. Unten ist Werkstatt, oben ist Wohnstadt. Okay. So, aber ich will noch wissen, wo diese dämlichen Fackeln. Ich kann hier nur eine Sache herstellen und das ist dieser leibeigenen Topf. Ja, weil du das nur gelernt hast wahrscheinlich. Nein, ich habe ja die Fackeln gelernt. Und wo sollst du die Fackeln bauen können? In der Werkbank eines Zimmermanns. Das ist es ja, was ich so komisch finde. Ja, ich brauche Pfeile, Mist. Mist. Scheiß Vogel. Wurde es angegriffen vom Vogel, oder? Nein, ich wollte den erledigen, aber der ist weggeflogen. Ich brauche Pfeile.
Oh, ich glaube, das sind Eisensteine da vorne. Zwei Stück sogar. Sehr schön, es sind zwei Eisensteine. Hast du dir ein System ausgedacht mit den Fenstern oder baust du sie willkürlich? So wie es mir gerade in den Sinn kommt. Aha. Also nein, ich habe nicht wirklich ein System. Ich mache jetzt erstmal Sandsteindecken. Die Decke ist soweit von der ersten Etage fertig, ne? Na. Aber für die zweite brauchen wir die ja. Werden ja nicht schlecht. Richtig. Ich wäre ja immer noch für den Spitzdach. Ja, jetzt ist mir glatt noch das Stein ausgegangen. Warte, dann mache ich noch mal ein paar Wände. Genau, normale Wände. Fenster habe ich auch schon gemacht. Normale Wände kannst du jetzt hier voll hauen. Wir können ja eine Schräge sozusagen machen und dann flach. Dann haben wir beide, was wir wollen. Mhm. Was hältst du davon? Kannst du gerne machen. Cool. Drei gebratene Fleischfetzen, ach so. Und ein gegrilltes Steak sind noch für dich im Lagerfeuer. Dankeschön. Du hattest ja hier Dings gelernt, ne? Brüstung. Ja, Brüstung, ja. Gut, dass du das da oben dann auch mal machst, sonst ist das da ja gefährlich. Ja, darum würde ich ja am liebsten nächstes Mal auf Tierjagd gehen, um an Fell ranzukommen und dann noch mehr Rüstungen für uns bauen zu können. Mhm. Ne? Und apropos, ich würde jetzt hier einen Break machen und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch gerne ein Like und einen Kommentar. Ansonsten, haut rein, bis zum nächsten Mal. Oh, da machst du schon deinen Spitzer. Ja. Ciao. Tschüss.